Der Tourismus hat sich in den vergangenen 50 Jahren zu einem wichtigen Wirtschaftszweig für die Gemeinde Niederkrüchten entwickelt. Immer mehr Erholungssuchende entdecken die vielen touristischen Vorzüge unserer Gemeinde. WandererInnen und WalkerInnen bietet unsere Gemeinde ein gut ausgebautes Netz von abwechslungsreichen Wegen durch die Natur, das auch gerne auf dem Rücken der Pferde erkundet werden kann. Mit dem Fahrrad vorbei an oder mit dem Boot auf der Schwalm und ihren Seen. Wasser können unsere BesucherInnen überall in unserer Gemeinde erleben. Egal ob aktiv auf dem Segelboot oder entspannt mit der Angelrute. Und nach einer Tour durch unsere atemberaubende Natur laden Tische und gemütliche Bänke zur Rast ein. Wer unsere Gemeinde für einige Tage oder gar Wochen besuchen möchte, findet eine Vielzahl an Übernachtungsmöglichkeiten in Form von Pensionen, Ferienwohnungen, Hotels und zertifizierten Campingplätzen. Unsere Gäste können sich hier entspannen und die Seele baumeln lassen in einer vielfältigen, schönen Natur. Egal ob auf dem Campingplatz oder in den umliegenden Naturschutzgebieten. Wir auf dem Campingplatz Graskamp bieten 250 Dauer- oder Jahresstellplätze. Wir haben 15 touristische Stellplätze auf dem Campingplatz und vor dem Campingplatz 8 Wohnmobilstellplätze, die außerhalb liegen. Nur wenige Minuten Fußweg trennen den Campingplatz von der Wacholderheide. Einem einzigartigen Naturschutzgebiet, das mit seiner Heidelandschaft und einer großen Artenvielfalt an seltenen Pflanzen und Tieren zu begeistern weiß. Auch das Elmter Schwalmbruch, Tackenbänden und Lüsekamp bieten für NaturliebhaberInnen ein wahres Eldorado. Ob am Lagerfeuer mit einem Stockbrot oder in einem unserer abwechslungsreichen Gastronomiebetriebe. Dem Hunger wird in Niederkrüchten sowohl gut bürgerlich als auch mit gehobener Küche Paroli geboten. Tourismus in der Gemeinde Niederkrüchten für jeden Geschmack. Natürlich mit Perspektive.